Herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video auf meinem Kanal. Man hört es hier in der Gegend, da werden schon die ersten Feuerwerkskörper gezündet. Es sind dieses Mal 10 Pakete von Röder Feuerwerk. Warenwert beträgt ca. 1400 Euro plus die zwei Kleinigkeiten, die ich mir noch in dem Lagerverkauf gegönnt habe. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mit denen gleich an. Da habe ich mir einmal mitgenommen den Moskitoschwarm, die aktuellste Charge, und von Riakeo die Goldstücke. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mit diesem Paket einmal an. So, da hätten wir drei Packungen von den 1000 Kristallen von Funke. Wirklich sehr lautes Crackling, sehr stark. Dann ein bisschen was fürs Auge, die 1000 Silbertaler. Da müssten auch noch ein paar Packungen kommen. Dann Stroboskop-Mix von Funke. Schöne Salutbombenrohre, die Thunder Airbomb von Pyromax. Dann eine richtig edle Batterie von Argento, die Expression. Dann mega schöne, mega Bombenrohre mit mega großer Ausbreitung, die Megashots von Röder Feuerwerk. So, dann mal zum Testen bestellt die Zombie Attack von Gao. So, dann hätten wir die Veronica von Argento. Dann noch eine Packung 1000 Silbertaler von Funke. Und die hat mir letztes Jahr wirklich sehr, sehr gut gefallen. So eine Leuchtkugelbatterie, die Kalagasmus von Röder Feuerwerk. Und als letztes in diesem Karton die Hammer von Gao Feuerwerk. Auch eine richtig geile Salutbatterie. So, erster Karton wird damit durch. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem hier. So, dann hätten wir einmal die 1000 Smaragde, die Gold Blue zum Warmmachen von Funke Feuerwerk, nochmal die 1000 Smaragde, dann hätten wir einmal die Exotica von Argento. Dann eine Snowblind 25S, auch eine geile Crackling-Batterie. Sehr empfehlenswert. Dann die Blau-Grün-Blinker von Funke. Und dann die schönen Röder Feuerwerk-Neuheiten. Nishikaria mit einem sehr edlen Effekt. Und die Quasar von Röder Feuerwerk, auch eine sehr, sehr edle Batterie. So, weiter 10 Kartons. Wird damit auch erledigt. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem hier weiter. Da hätten wir einmal die Sternenstaub 2. Auch wirklich eine sehr, sehr schöne Batterie mit einem leisen Effekt. Und dann als die Cake Scuba von Volt. Und als letztes in diesem Karton die Veronia, auch noch ein richtig schönes Design, die von Argento Feuerwerk. So, dann als nächstes Verbundfeuerwerk von Röder Feuerwerk. Neuheit aus diesem Jahr, die Entspannung. Dann, die hat mir auf dem Vorschießen wirklich sehr gut gefallen, die Push It to the Limit. Und als letztes
Verbundfeuerwerk die Erregung von Röder Feuerwerk. Auch eine sehr, sehr schöne Batterie. So, dann hätten wir jetzt noch 4 Kartons. Und dann machen wir doch weiter mit dem hier. So, dann hätten wir nochmal die 1000 Smaragde von Funke. Dann hätten wir die Brocat Pastel von Funke. Auch eine sehr, sehr edle Batterie. Dann zum Warmmachen die Aeon von Albert. Und die Ahsoka von Albert. Dann die Knisterteufel von Lone Star. Auch richtig schöne Feuertöpfe. Und als letztes auch mit einem sehr, sehr coolen Design die Drummer Hammer von Blackbox Feuerwerk. So, dann hätten wir noch 3 Pakete vor uns. So, wir haben auch hier einmal das Glühwürmchen von Röder Feuerwerk. Hatte ich jetzt auch schon mehrere Jahre lang nicht mehr. Mal schauen, wie die diesjährige Charge so ist. Dann von Riakeo die Rauschblume. Laut den Produktvideos sollte ja auch Hammer sein. Dann bestimmt auch ein sehr edler Effekt, die Brokatregenfontänen von Funke. Und dann als letztes aus der Ultra Edition von Röder Feuerwehr die Tinnitus. So, damit wäre das nächste Paket auch schon leer. Machen wir noch mit dem hier weiter. So, da haben wir wieder einen Sticker von Röder Feuerwerk und ein bisschen Aufklärungsarbeit zu Feuerwerk. Kulturgut Feuerwerk erhalten vom Röder Feuerwerk Club. Wirklich sehr, sehr cool. Dann habe ich mir eigentlich 24 Packungen Moskitos bestellt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die in einem Display kommen, aber scheinbar sind sie einzeln mit hier dabei. So, dann hätten wir einmal die Red Blue von Funke. Eine Gold von Leslie. Die Blinkrülpse von Röder Feuerwerk, auch eine schöne Batterie zum Warmmachen. Dann auch wieder eine sehr, sehr edle Batterie von Jorge Feuerwerk. Die Eden. Dann eine Born to Rock von Gau. Dann hier sind die restlichen Packungen Moskitos. Müssten 24 insgesamt sein. Und dann hätten wir noch 3 13 Schüsser von Argento Feuerwerk. Einmal die Sakura. Dann einmal die Primavera. Und als letztes hätten wir die Akira. So, dann waren bisher noch keine Raketen in den Paketen enthalten. Die werden dann jetzt hier in diesem Paket kommen. Wirklich auch nur ein sehr, sehr schöner Mischkarton, dieser letzte Karton. So, da hätten wir 3-mal die Blumenfontänen. Oder 2-mal. Ah ne, da ist die 3. Packung. 3-mal. Dann Vogelschreck Bombenrohre von Blackbox. Condor Feuervögel von Funke. Einen Color Stars Vulkan von Bugano. Dann, da freue ich mich auch wirklich richtig drauf, auf das Vierschlag Inferno von Röder Feuerwehr. Ich bin froh, dass ich da noch eins bekommen habe davon. So, dann hätten wir von Jorge den Color-Vulkan 2-mal.
dann wirklich eine Top-Neuheit aus diesem Jahr. Römisches Licht von Funke. Dann Knister Teufel Mix von Lone Star. Auch richtig schöne Bombenrohre. Dann zum Testen mal mitbestelltes Brummer Armada von Weco Feuerwerk. So, dann die Cobra 6 BP Silber von Di Blasio Elio. So, dann hätten wir die aktuellste Charge von dem Expression Vulkan von Fire Event. Dann ein gratis Artikel von Röder Feuerwerk von Funke, die Silberfontänen. Danke dafür an der Stelle. So, dann den Paukenschlag von JGWB. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie der so sein wird. Dann der Premium Kometen Mix von Lone Star. 1000 Silberstaler von Funke. Richtig schöne Bombenrohre, Glamour Shots, Shots von Albert und die Neon Clouds. So, dann, da freue ich mich auch schon sehr drauf auf den Überraschungsvulkan in Grün von Weco Feuerwerk. War ein bisschen teurer, aber mal schauen, ob es der Effekt ausbaden kann. Geysir Kaliber C von Funke. Dann die Go-Go Dance von Jorge Feuerwerk. Auch eine Fontäne mit sehr, sehr lautem Quirkling. So, dann kommen jetzt die Raketen. Eine Packung Röder Royal Raketen. Dann eine Packung Sternflocken Raketen von Funke. Dann das römische Lichterbündel Irrlicht Weiß. Auch sehr, 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 sehr edel. Und dann hätten wir noch die Raketen. Das sind die Hydra-Raketen von Funke. Und dann hätten wir noch die Shell Rockets Kaliber 34 und 38 mm. Sehr, sehr geil. Dann die Cracker-Schweif-Raketen von Funke. Die 13 Himmelsstürmer in der aktuellsten Charge von Funke. Und als letztes hätten wir die aktuelle Charge der Kometenschauer von Funke. So, dann hoffe ich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Und mich würde es freuen, wenn ihr auch beim nächsten Unboxing-Video wieder einschaltet. Ciao, macht's gut.